Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Seht ihr mit Felix Blum wie die Blume? Wie die Blume, der Stadler. Der Stadler. Felix Blum ist ein hervorragender Künstler, nenne ich sowas. Leute, das ist eine Kunst, was er macht. Rohkost vom Feinsten und inspiriert von Mr. Raw hoffentlich auch ein bisschen. Absolut, nicht. Du weißt, derjenige gewesen, der mich auch natürlich überzeugt hat, mit weiterzumachen. Wenn es fehlt nämlich was, Kreativität einfach. Da gibt es keine Grenzen. Das stimmt absolut. Wir sind auf der Viginal in Frankfurt, Leute. Das sollte ein kurzer Shortcut werden. Ich hoffe, ihr lasst euch inspirieren. Felix, was meinst du? Wie kann man die Leute dazu bringen, die Ernährung so ein bisschen, sag ich mal, in Richtung vegane Rohkost zu bringen? Ich meine, du machst es ja vor. Also, es ist ja brillant. Es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Das ist Fett und Kreativität. Fett ist all das, was wir müssen haben. Also all das in Hülsenfrüchten. Ja. Und das können wir, indem wir nichts Dogmatisches mehr machen, fest auf den Stein schneiden und täglich jedes Mal neu essen. Du möchtest ja nicht nur gut du was Gutes tun, sondern auch den anderen Leuten. Ganz genau. Deswegen probiert es. Und wenn es dir nicht schmeckt, mach weiter was hinzu. Hey, und was ich vorhin auch richtig geil fand, was du gesagt hast, du hast gesagt, ey, die Leute trauen sich keine Fehler zu machen und deswegen kommen immer nur die Kinder auf die Bühne, gell? Ja. Wieso trauen wir uns keine Fehler mehr zu machen? Das ist halt von uns in der Gesellschaft eingebaut. Mach ja keine Fehler mehr, sei perfekt und total unfälschlich. Ja. Aber ich glaube, das Kochen ist gerade das Schönste daran. Du musst eine Erfahrung machen. Diese Erfahrung und dein Körper als Erkenntnis haben. Das kannst du dann immer wieder neu probieren. Und somit erlebst du dich aber jeden Tag neu. Denn wir kriegen ja jeden Tag, müssen wir essen. Wow. Also ich habe noch nie so einen weisen Kopf sprechen hören, meine Leute. Nein, ich bitte dich. Ich glaube, du hast auch schon Bücher geschrieben. Du weißt selbst halt, dass Kochen schon eine Philosophie ist. Eine Philosophie ist eine Praxis. Eine Praxis von denkenden, fließenden Denken halt. Aber es muss irgendwann halt in dem Stand kommen, dass ich mein Denken denen das einverleiben kann. Und dann hast du es selbst in der Hand. Und ich weiß nicht, was Weisheit ist. Aber Weis ist derjenige, der ein bisschen weiß, was sich im Leben glücklich macht. Das stimmt. Hey. Das Weisheit ist angewandtes Wissen. Und das hier sieht mir mehr als angewandtes Wissen aus. Was hast du da oben drauf gesprüht gerade? Das ist ein rote Beete-Espuma. Das ist das, was wir vor 3-4 Jahren in der Gourmet-Gastronomie als Sterneküche benutzt haben. Das ist nichts weiter als ein alter Hut. Das ist eine Siphonflasche, die wir früher aus dem Osten hatten, meine Oma. Mit Sahne gefüllt und 2 Gaskapseln. Hier haben wir rote Beete, die ich im Frühjahr eingelegt habe, fermentiert habe. Wow, fermentierte rote Beete. Kannst du noch ein bisschen was drauf machen? Ich liebe Fermente. Oh, warum Fermente liebst du? Weil wir hier dem Gemüse Zeit geben, seinen eigenen Geschmack zu entwickeln. Ich bin hier nicht mehr der Meister. Der Star ist nämlich das Gemüse. Hey. Und der entwickelt seinen eigenen Geschmack. Krass. Und danach habe ich es einfach nur püriert, ein bisschen Kokosmilch dazu gegeben. Wir brauchen ein bisschen Fett. Wie schon gesagt, sind wir schon wieder ein Thema. Das stimmt. Ja? Und durch dieses Fett bekommst du jetzt so eine Konsistenz. Fantastisch. Und im Mund kommt immer mehr. Es wird immer mehr. Ja. Hey, und wann reden wir von Verzicht oder irgendwas? Nee, gar nicht. Null. Null. Genuss, Überfluss und Glückseligkeit. Vielen herzlichen Dank. Und nochmal kurz was zum gesundheitlichen Aspekt, Leute. Die Fermente schmecken nicht nur gut, sondern ihr habt bestimmt alle von der ketogenen Ernährung gehört. Fette sind wieder in. Fette sind hundertprozentig gesund. Wenn man sie so wie er macht mit Fermenten vermischt, ist das perfekt. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ey, das ist ja ein Gaumenorgasmus, was ich gleich erleben werde, oder? Hammer, Hammer, Hammer. Also Leute, Fermente wurden im Winter in Deutschland von den alten Germanen, Goten, wie sie alle gelebt, eigentlich den ganzen Winter nur gegessen, um die Darmflora wieder aufzubauen. Fermente töten Candida-Pilz ab, ja, ganz neueste Studien. Fermente sind die Zukunft, besonders im Winter, Leute. Also lasst euch inspirieren und folgt Felix und mir. Hast du einen YouTube-Channel, hast du Instagram, hast du Facebook? Alles da. Alles da. Peace Food, -Felix-Food. Peace Food. Peace Food. Oh mein Gott, perfekt. Komm zurück zur Basis. Macht's gut, Leute. Ciao. Danke dir. Ciao. Felix. Namaste. Namaste. So, ihr Lieben, wir sind bei der Veginale in Frankfurt. Und natürlich haben wir hier einen Stand. Ja, das heißt, Mr. Raw ist hier vertreten mit seinen Superfoods. Aber auch die Rohkosterie hat hier ihre Pizzen etc. alles ausgestellt. Lasst euch inspirieren auf solchen Messen, Leute. Die Revolution war natürlich viel besser, aber das ist ja auch schon mal ein Ansatz. Ich wollte euch jetzt mal ein Team vorstellen von 2 super Jungs. Ihr kennt vielleicht den Patrick schon. Schön, dass du da bist. Patrick hatte mit mir schon ein Video mal gemacht. Er hatte diese Wunderheilung, wo er seinen Achillessehnenriss selbst durch eine Ernährungsumstellung heilen konnte. Innerhalb von einem halben Jahr. Oder wann standst du auf dem Platz wieder? Ich stand ganz genau 6 Monate danach, stand ich auf dem Platz wieder. Ja. Ich habe mal Achillessehnenriss gehabt, Mittelfußbruch und Sprunggelenk war angebrochen. Ja. Es war unfassbar für mich, es war ein richtiger Niederschlag. Dadurch bin ich auch speziell zu Rohkost gekommen, auf seine Videos, auf andere Kanäle von Rohkost. Und ich bin froh, dass mir das passiert ist, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute stehen würde. Ja.
bei einer super Ernährungsform. Klar, die Rohkost hat mein Leben verändert, das ist klar. Und ich bin damals zu ihm gekommen, ja. Ich habe schon eine gute Ernährungsform gehabt, den Rohkost, wusste aber trotzdem nicht weiter, wie ich mich heilen konnte. Ja, die ganze Rohkost hat so viele Giftstoffe gelöst aus meinem Körper, ich wusste trotzdem nicht, wie ich sie raustransportieren kann. Irgendwas war da noch drin, dann bin ich damals zu ihm. Er hat mir noch einige Supplemente gegeben und er hat mir so krass geholfen, ja. Auch zum Beispiel hier jetzt zu sehen, Zeolithamin habe ich auf leerem Magen morgens genommen, auch nochmal zum Durchspülen. Danach habe ich 50 Chlorella-Presslinge und 50 Spirulina-Presslinge genommen. Das hat mir nochmal einiges an Kraft gegeben und ganz abends Tee getrunken und nochmal Moringa genommen, ja. Das habe ich ungefähr nach einer Woche habe ich so einen enormen Schub gespürt. Ja? Das Ganze habe ich natürlich 3 Wochen gemacht. Das war wirklich Wahnsinn. Also dieser Mann hat mir richtig geil geholfen dabei. Total. Kann ich nur erwidern. Das Krasse ist erstmal JJ. JJ und Patrick haben jetzt einen YouTube-Channel, der sich lohnt reinzuschauen. JJ? Ja, das kann man dir. JJ war am Anfang ein bisschen skeptisch der veganen Lebensweise. Auf jeden Fall. Ihr seid hier Schulfreunde, die beiden. Ich habe Kinderfotos von denen gesehen, wie der mit 6 Jahren so zusammensetzt in der Schule. Die sind Oldschool-Freunde. Patrick hat es ein bisschen vorgelebt. Du kamst noch nicht so ganz damit klar, aber hast dann irgendwann gemerkt, ey, vegan ist auch schon der richtige Weg. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ja zu dir gekommen, habe den Bioscan gemacht. Du hast mir gleich Chlorellas an den Tisch gebracht und schwuppdiwupp. Ich habe voller Power, voller Elan. Ich habe mehr Gewichte gestemmt und alles. Ja. Hey. Diese beiden Jungs, schaut euch mal deren Videos an, weißt du, was für Maschinen das sind? So Muskeln, noch brutaler, noch sag ich mal, noch massiver als ich. Und das Krasse ist, mit Patrick habe ich jetzt ein Video, Leute, Gorilla Power Superfoods, wo wir euch zeigen, wieso der Gorilla solche Muskeln hat. Und wir geben euch ganz detailliert eine Anleitung und ein umfassendes Wissen darüber, was ein Tier wie den Gorilla so mächtig macht und wie wir das auf den Menschen übertragen können. Das heißt, seid gespannt, Leute, weil die beiden Jungs haben Soustick hinter den Ohren und es freut mich wirklich, dass ich mit euch zusammenarbeiten kann. Vielen Dank, freut uns auch. Sehr, sehr gerne. Geil. Sehr, sehr gerne. Sehr. Ich werde deren Kanal hier unter diesem Video verlinken, Leute. Da könnt ihr viel Hintergrundwissen über die rohvegane Ernährung haben. Patrick ist so der Ernährungsexperte. Er bezieht es eher mehr so auf Lifestyle. Und da werdet ihr wirklich eine ganz, ganz detaillierte Anleitung bekommen, wie ihr euren Körper revolutionieren und wieder gesund machen könnt, Leute. Folgt mir weiter, vielleicht finde ich noch ein paar spannende Leute hier auf der Veginale. Ansonsten schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Abonniert diesen Kanal, Leute. Gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns. Du verkaufst dich? Hoffentlich. Ja, und ich? Du verkaufst dich? Hallo ihr Lieben. Nein, fang doch mal an mit dem Verkauf. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rohkosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, badischem Aquionwasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzgrotten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.